Passive Equalizer werden als der heilige Gral der Equalizer im Mastering und auch sonst mystifiziert. Jetzt klingen sie wirklich transparenter und musikalischer als aktive Equalizer? Das finden wir in diesem Video heraus und vergleichen verschiedene passive Units mit dem Fairman Equalizer TM. EQ. EQ. Viel Spaß! Herzlich willkommen hier wieder mal in der Echo Chamber mit meinem Freund Stan Sutter, die beiden Equalizer- und Kompressor-Clowns der Schweiz. Und wie ihr seht, haben wir hier schon ein paar Units aufgestellt. Und heute testen wir verschiedene klassische passive Equalizer miteinander und vergleichen sie auch mit diesem Fairman TEM EQ, welches ein aktiver Equalizer ist. Nun, was ist der Unterschied zwischen einem aktiven und einem passiven Equalizer? Bei einem aktiven Equalizer hast du auf jedem Band eine eigene Verstärkung, um die Frequenzen anzuheben oder abzusenken. Bei einem passiven Equalizer funktioniert das anders, aber dann als Elektroniker kann das sicher besser erklären. Man muss sich das vorstellen wie ein passiver Pegelregler. Also das ist ein Spannungsteiler und über den beiden Widerständen fällt dann ein Teil der Spannung ab. Je größer der Widerstand, desto mehr Spannung fällt über diesen Teil ab. Die Bänder sind nun so reingeschaltet, dass der Widerstand bei der entsprechenden Frequenz größer wird. Dadurch fällt dann mehr bei dieser Frequenz über dem einen Teil ab oder über dem anderen. So kann ich anheben oder absenken. Und dafür brauche ich dann Spulen, Kondensatoren und Widerstände, damit ich Tiefpässe, Hochpässe und in Kombination der beiden Bells, also Glockenfilter machen kann. Eigentlich ist es nichts anderes als ein Spannungsteiler, der bestimmt dann, wie viel Headroom das ich habe, also wie fest ich an- oder absenken kann. Und danach ist es nur eine Impedanz, also ein frequenzabhängiger Widerstand, der dazu führt, dass du eine Kurve bekommst. Die Bänder, die können sich jetzt auch anfangen, gegenseitig zu beeinflussen. Das ist ein Teil der passiven Equalizer. Und anschließend ist jetzt das ganze Signal im Schnitt zwischen jetzt 7 beim 51 dB oder 20 dB, glaube ich, bei Protex sind so die 20, abgesenkt. Und anschließend hast du eine Verstärkerstufe, die das wieder hochzieht. Genau. Damit das Ganze symmetrisch funktioniert, musst du jetzt zuerst ein symmetrisches Signal asymmetrisch machen. Normalerweise wird das in klassischen Schaltungen mit einem Transformer gemacht. Und anschließend, nach der Verstärkerstufe, wird es wieder symmetriert. Oder du baust den ganzen IQ komplett symmetrisch auf. Mhm. Das ist der Fall jetzt bei diesem IQ aus Berlin, der ja nicht mal eine Verstärkungsstufe hat und symmetrisch bleibt. Das ist eigentlich wie ein doppelt aufgebautes Gerät. Mhm. Also eigentlich geht es auch darum, dass ein aktiver Equalizer viel mehr Verstärkereinheiten hat und ein klassischer passiver Equalizer nur eine Verstärkerstufe am Ende und nicht mal das. Und überhaupt. Es wird ein bisschen anders gearbeitet. Bei einer aktiven kannst du sehr viel extremer parametrisieren. Mhm. Du arbeitest damit, dass du Absenkungen, eigentlich du Phasendrehen beim Mischen machst, während da gehst du einfach in den anderen Teil des Spannungsteilers. Ist am Schluss nicht so viel anders. Und du kannst halt viel extremer arbeiten, zum Beispiel mit der Breite der Bells und kannst engere Bells machen. Genau. Es ist so ein bisschen andere Eigenheiten. Spulenbasierte Filter fahren in eine Sättigung normalerweise. Das heißt, es kann eine gewisse Verdichtung passieren bei einem Spulen-Equalizer, je nachdem, wie groß die dimensioniert sind. Hinzu kommt, dass die Kondensatoren und die Widerstände auch verschieden klingen können. Carbon klingt anders wie Metall. Und sehr bekannt ist halt, dass auch die verschiedenen Kondensatoren sehr unterschiedlich klingen können. Wir haben heute ein schönes, breite Palette an sehr unterschiedlichen passiven Equalizern. Es gibt hunderte, tausende auf dem Markt. Wir haben jetzt von einem Extrem bis aufs andere
einfach alles genommen, weil passive Equalizer, die können Solid State sein, die können Röhren sein, die können Trafos haben oder nicht, sie können Eingangsbuffer haben oder nicht. Sie können verschiedene Arten von Spulen haben, verschiedene Arten von Kondensatoren haben. Wir haben da zum Glück ein Gerät, das man da intern sehr fest umschalten kann. Da kann man eigentlich den gleichen Grundcharakter hören mit unterschiedlichen Eigenheiten. Was macht der Trafo, was macht der Puffer, was macht der Kondensator aus? Wir haben die Geräte aber bis jetzt nicht angehört. Eben, und, aber gehen wir sie schnell mal durch, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Also am einen Ende der Kette des Extrems ist sicher der 51 dB, der ist passiv, hat nicht einmal einen Stromanschluss, hat keinen Aufholverstärker, hat keine Transformatoren, ist, wenn die Bänder nicht arbeiten, nicht mehr als ein passiver Pegelregler. Das ist sicher das neutralste Gerät. 6 Dezibel senkt er ab, 7, oder 7 sogar. Ja. Und dann haben wir den Terry CEQ. Mhm. Dieses Gerät ist insofern spannend für diesen Test, dass ich den Eingangspuffer ein- und ausschalten kann. Dazu muss man vielleicht sagen, Eingangspuffer bedeutet, ob die Impedanz und die Ausgangsstufe des vorherigen Gerätes einen Einfluss hat auf die Elektronik oder ob dort ein Puffer gemacht wird, also eine Impedanzwandlung gemacht wird, damit das Gerät nicht so stark auf das Umfeld reagiert. Also quasi ein bisschen abgeschottet ist. Wie abgetrennt wird, ja. Das heißt aber, diese Eingangsstufe hat dann auch einen eigenen Sound. Und dafür hat man nicht den Sound der Eingangsstufe des Gerätes zuvor. Also man kann Puffer nicht für sich alleine hören, man müsste ihn eigentlich mit seinem Umfeld beurteilen. Dann kann man umstellen zwischen zwei verschiedenen Kondensatoren, die eher so ein bisschen diese 60-Kondensatoren sind. Er nennt die Film-Kondensatoren. Dann gibt es die Polyester. Ja, genau. Kennen wir mehr so von den 70er-Jahre Pultex. Und dann hat man einen Ausgangstransformer, den man hinzuschalten kann. Damit hat man in diesem Gerät wie 8 verschiedene Kombinationen. Ja gut, dieser Ausgangstransformer, der klingt recht bandmaschinig. Ich finde, er hat so was Tapiges, er hat eine Sättigung, er macht was Dickes im Bassbereich, kann für gewisse Sachen sehr gut funktionieren. Manchmal auch nicht, aber man kann ihn schalten. Ja, genau. Dann haben wir den Kite. Genau, der Kite ist auch ein sehr eigenartiges Gerät in dieser Bauform. Er hat nämlich keine Transformatoren, hat aber Röhre. Also es ist eines der wenigen transformerlosen Röhrengeräte mit dem Nachteil, dass er ein gut symmetriertes Signal vorne haben muss. Manchmal hat er so eine Absenkung, die entsteht. Das müssen wir dann noch lösen. Danach haben wir ein Gerät, das es schon lange gibt. Das ist ein Manly Pultec. Wir haben leider keinen echten bekommen. Das ist in der Corona- und Post-Corona-Zeit nicht so einfach, da große Lieferschwierigkeiten bei gewissen Bauteilen existieren. Genau. Auch der PassiQ von Espil wollten wir unbedingt auch testen, aber die haben 4 Monate Lieferzeit wegen den Switches, wegen den ganzen Bauteilen. Vielleicht liefern wir die ja noch nach. Wir werden sicher wieder mal einen Test machen. Aber lass uns noch weitergehen. Genau, dann haben wir den Massive Passive. Immer noch in vielen amerikanischen Mastering-Studios. Das ist ein Standard. Ein sehr eigener Equalizer, sehr viel Eigenleben. Für gewisse Leute schon zu viel Eigenleben, aber ja, man muss das Gerät wirklich kennen, denn man muss es lieben, ja. Für das es ist, wie es ist. Das ist wie ein Mensch. Diese Geräte haben Persönlichkeiten. Ja, ja. Und dann haben wir ganz neu gibt's den Gainlab Audio Empress, ein sehr günstiges Gerät, vollgesteppt, mit ein bisschen erweiterter Funktionalität, umschaltbar auf Shelving. Man kann die Frequenzen von Anheben und Absenken noch ein bisschen spreizen, um diesen Pultec-Effekt noch zu verstärken. Hat zusätzlich noch ein Mittenband, also eigentlich ein sehr interessantes Feature-Set. Man kann ihn intern heißer fahren, dass man noch ein bisschen mehr Röhresättigung bekommt. Dieses Gerät kostet einen Bruchteil vieler anderer Equalizer. Ja, deshalb ist es aber auch spannend. Deshalb ist es jetzt auch spannend zu sehen, wie der sich schlägt auf einer Summe und das vielleicht etwas ist, was vielleicht auch auf einer Subgruppe cool kommen könnte. Mhm.
Und ich glaube, damit haben wir dann zusammen mit dem TN-EQ, der ein aktiver trafosymmetrierter Röhren-Equalizer ist. Das absolut total das Gegenteil. Ja. Und damit man jetzt auch mal nicht einen Solid-State-Mastering-Equalizer à la Sontek oder so hört, wo man also sauber ist, sondern was passiert dann, wenn man ein Röhrengerät aktiv gestaltet. So haben wir sicher einen ganz anderen Punkt, kann das mal vergleichen, was das bedeutet. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass die Sounds unglaublich verschieden sind. Total. Werden. Obwohl es heißt, dass die passiven Equalizer sehr transparent, unhörbar manchmal und sehr musikalisch klingen, bin ich fast überzeugt, dass wir ganz viele verschiedene Facetten von Sounds kreieren werden. Ich würde mal sagen, die Filter sind die eher musikalischen, fast unhörbar, wenn sie gut sind. Aber die Verstärkerschaltung und die Transformatoren, die können relativ stark färben sein. Und das wird dann den Sound massiv verändern. Ja, es gab noch ein anderes Gerät, das leider es nicht geschafft hat, durch den Zoll zu kommen. Der Bedemaker hat jetzt auch ein passiver, auch mit USB-steuerbarer Pultec gemacht. Das wäre auch interessant gewesen, als ein Solid-State-Pultec, der sicher eher auf der Clean-Seite ist und sehr modern technisch umgesetzt ist, trotzdem ein passiver. Ich hoffe, dass wir dann eine Möglichkeit haben, zwei, drei dieser IQs in einem zweiten Teil nachzuliefern. Genau. Im selben Material, ja. Ja gut, dann, hey, ich bin extrem gespannt. Ob ins Getümmel. Also, wir testen jetzt diese Geräte, machen jetzt ein paar Stunden Pause und wenn wir nachher verschwitzt und mit den Haaren wir, ja gut, ich eher weniger, dann wisst ihr, wir haben wirklich gearbeitet. So, ich bin extrem gespannt. Let's go.
And I'm left with my imagination that you've come to see comfort into the arms of someone else. Since I decided not to want you, since I decided not to love you, since I decided to let you fall into the arms of someone else. And I'm left with my imagination that you've come to see comfort into the arms of someone else. Since I decided not to want you, since I decided not to love you, since I decided to let you fall to the arms of someone else. And I'm left with my imagination that you've come to see comfort into the arms of someone else. Since I decided not to want you, since I decided not to love you, since I decided to let you fall into the arms of someone else. And I'm left with my imagination that you've come to see comfort into the arms of someone else. Since I decided not to want you, since I decided not to love you, since I decided to let you fall into the arms of someone else. And I'm left with my imagination that you've come to see comfort into the arms of someone else. Since I decided not to want you, since I decided not to love you, since I decided to let you fall into the arms of someone else. And I'm left with my imagination that you've come to see comfort into the arms of someone else. Since I
decided not to want you. Since I decided not to love you. Since I decided to let you fall into the arms of someone else. That you've come to see comfort into the arms of someone else. Since I decided not to want you. Since I decided not to love you. Since I decided to let you fall into the arms of someone else. That you've come to see comfort into the arms of someone else. Since I decided not to want you. Since I decided not to love you. Since I decided to let you fall into the arms of someone else. So, 6 Stunden später, man sieht es wahrscheinlich an unseren Augenringen. Und ja, wir haben jetzt 2 Songs genommen und durch jede mögliche Kombination von Equalizern durchgeschlauft und sind zu ein paar sehr interessanten Ergebnissen gekommen. Ich denke, was machen wir? Wir gehen Unit für Unit durch, was uns aufgefallen ist. Genau, und dann auch vielleicht noch ein kleines Resümee. Fangen wir doch an mit unserem Vergleichspunkt. Wir haben den 51 dB genommen, dort ein Setting gemacht, das wir als sinnvoll erachtet haben und danach die anderen Settings möglichst genau via Analyzer angeglichen und danach noch ein bisschen gehörmäßig optimiert, weil ein Echo, der mehr sättigt in den Bässen zum Beispiel, kann auf dem Analyzer zwar nicht nach mehr Bässen aussehen, aber klingt, dafür. Klingt nach mehr Bässen. Und es ist auch zum Teil nur in Grenzen möglich, die Geräte anzupassen. Also die, zum Beispiel die Bandbreiten sind so unterschiedlich, dass gewisse Geräte in der schmalsten Einstellung immer noch breiter sind als andere in der breitesten. Auch die Frequenzen sind sehr lustig. Also während ein Gerät 47 Hertz steht, ist das vielleicht höher als ein anderes Gerät, das 180 Hertz steht. Genau. Also gerade bei den Shelves sind Angaben manchmal ein bisschen Schall und Rauch. So haben wir also zuerst mit dem 51er ein Setting gemacht und danach die anderen Geräte möglichst versucht in die Nähe zu bringen, klanglich wie auch spektral. Und vom Feeling her, von der Energie. Ja. Fangen wir doch bei dem ersten IQ in unserem Test an. Und genau, und war das der Kite? Nein, das war eigentlich der 51er. Oh, der 51er, okay. Und dazu muss ich sagen, der 51er kenne ich natürlich gut, weil ich täglich damit arbeite. Und für mich ist das ein unglaublich vielseitiger, universell einsetzbarer Ausgleicher im wahrsten Sinne des Wortes. Man bekommt wenig markanten Eigensound darauf, so gut wie keinen eigentlich. Es macht das aber trotzdem sehr viel musikalischer, als das ein digitaler EQ oder auch ein aktiver EQ machen würde.
sitzt in der Musik drin und man kann unglaublich gut einfach mal die Grundbalance setzen. Was er hingegen nicht tut, wenn man einem Frequenzbereich eine Attitude geben möchte, wenn man diesen verdichten möchte, wenn man ein bisschen Sättigung braucht oder ein bisschen eben Verdichtung oder auch möchte, dass er ein bisschen was wegschmiert, Transienten wegschmiert oder Informationen im Hochtonbereich, die vielleicht eher ermüdend sind, das ist nicht so seine Stärke. Die Stärke ist, unauffällig mal eine Grundbalance zu setzen. Und in dieser Beziehung wüsste ich wirklich nichts, dass das so unauffällig, unaufgeregt, ohne Verlust von Informationen hinbekommt wie dieser IQ. Kein Verstärker, keine Transformatoren. Dieser IQ ist wirklich unglaublich durchsichtig. Ja? Was mich vor allem bei diesem Equalizer so überrascht hat, ist die Transientenwiedergabe. Wird nicht verfälscht. Ich möchte dazu etwas Kleines sagen, aus meinem Erfahrungsschatz. Ich kann entscheiden, wie fest ich hineinfahre und wie fest ich danach wieder aufhole, weil ich muss ja 7 dB holen. Mhm. Wir haben das jetzt mit meinem präferierten Aufholverstärker gemacht, im Zusammenhang mit diesem IQ. Über die Zeit hinweg hat sich eigentlich der Hermes von SPL, der Gain dort als das liebste Gain herausgestellt. Ich kann jetzt nun aber entscheiden, dass ich zum Beispiel ein bisschen lauter reingehe, ein bisschen digital vorher anhebe und danach weniger raufziehe oder das Umgekehrte mache. Mhm. Was wir jetzt gehört haben, ist eine Variante, wo wir nur danach aufholen. Aufholen, ja. Wenn ich hingegen in der Produktion entscheide, ich möchte jetzt aber doch ein klein bisschen mehr Sättigung vom IQ haben, dann gehe ich lauter rein und hole danach weniger auf, da bekomme ich ein bisschen Integration der Transienten. Okay, aber so wirklich richtig färben tut er nicht. Vor allem, was mir aufgefallen ist, egal welchen Track wir uns angehört haben, er war immer sehr neutral. Was man bei den anderen Equalizern nicht so sagen kann, die sind zum Teil absolut konträre Einstellungen, aber der 51 Dezibel muss ich sagen, das wäre jetzt ein Equalizer, den würde ich auch gerne haben. Ich finde ihn sogar besser, um auszuebnen, als ein Bugsandal Equalizer. Ja, also mein Bugsandal ist hinfällig geworden. Ist hinfällig geworden. Ich habe auch da ja selber entschieden, wie ich die Bänder möchte. Und ich kann den auch sehr gut brauchen zum Tilten. Ich kann bis sehr hoch rauf anheben oder absenken. Also bis wirklich in die Mitten reingehen. Und es lässt sich unglaublich gut auch ein zu dunkler oder zu heller Track mal zuerst in die richtige Richtung schieben. Gut, der Vorteil dieses Equalizers, was ich bis jetzt gehört habe, du kannst ihn überall einsetzen. Der Nachteil, du musst dir bewusst sein, dass du Lautstärke verlierst, weil er keinen Aufhörverstärker hat. Und das kann bedeuten, dass du auch Rausspannungsabstand verlierst, wenn das folgende Gerät dann weniger laut angefahren wird, du danach wieder aufholen musst. Also du musst dir gut entscheiden, wie laut gehe ich rein und wann mache ich mit welchem Gerät eine Anhebung. Mhm. Bei mir hat das jetzt dazu geführt, dass ich gewisse Reihenfolgen, wie ich meine Geräte anordne, sich verändert haben deshalb. Mhm. Aber lass uns weitergehen zum Terry. Der Terry, da haben wir ganz viele Files. Du kannst dir diese Files alle unter dem Video herunterladen und sie selbst mal vergleichen. Der Terry hat natürlich eine unglaubliche Besonderheit. Ja? Terry gibt es 3 Kippschalter neben dem On-Off, die den Eingangspuffer ein- und ausschalten, die zwischen 2 verschiedenen Arten von Kondensatoren wählen und die einen Transformer dazu schalten. Ein Ausgangstransformer oder eben nicht. Das heißt, man bekommt eigentlich 8 Equalizers in einem. Und da hat sich jetzt schon herausgestellt, beim einen Song war die komplett konträre Einstellung. Ja. Da für uns Filmkondensatoren mit Trafo. Ohne Trafo. Ohne Trafo und beim anderen die Polyester mit Trafo. Ja. Also der Techno-Track, der war dann, dem hat der Transformer und
Die Polyester, die haben richtig Kraft gegeben. Ja, genau. Während dem, bei dem eher jazzigeren Track, der Film halt sehr offen, sehr relaxed und sehr weich. 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 Ja, also ich habe schon gefunden, er ist weniger aufgeregt. Weniger Druck, sondern eher so eine Offenheit. Und dort wäre dann ein Transformer auch zu viel gewesen. Mhm. Also man kann diesen IQ relativ stark in die eine oder andere Richtung ziehen. Was ich eine typische Eigenschaft von Terry finde, ist, es ist kein Glitzer-IQ. Es ist kein IQ, der Musik leicht macht. Es ist ein erdig-organisches Gerät. Immer. Es bleibt immer so eine Art, es ist so ein bisschen eine Kraftmaschine. Ja, ja, für mich, mir kommt immer das Wort Hippie in den Sinn. Ja, so ein wenig sowas. Ich finde, man kann sehr gut in die 70er Jahre, 60er, 70er. Genau. Also eher 70er. Für mich klingt er eher wie 70er. Eher wie 70er, ja. Ja, ich liebe diesen IQ auch sehr für Rockproduktion, für Soulproduktion. Und wenn Musik zum Beispiel sehr digital produziert worden ist, aber gar nicht digital klingen möchte, ist der Terry sehr gut, um so eine erdige Kraft dazu zu geben. Er macht es kraftvoll. Einfach ja, wirklich ein Kraftpaket. Griffig auch ein wenig. Es gibt zwar noch einen, der ist griffiger, aber da kommen wir nachher noch dazu. Ja. Gut, dann was haben wir noch? Den Pultec. Ich war sehr... Also warte mal, wir müssen den Mendley Pultec sagen. Ja, den Mendley Stereo Pultec. Ich war sehr überrascht. Er klingt sehr vintage-mäßig. Aber auch die Transienten-Wiedergabe hat mich sehr erstaunt, wie gut das sie eigentlich ist. Ist einfach ein wenig für Mastering ein bisschen frickelig, um einzustellen. Also Matching links, rechts und Recall ist die Hölle, ja? Ja, geht fast Lassen nicht. Wir das, sonst würde ich mir im Alltag nicht antun. Wenn ich hingegen ein Produzent bin, der mehr oder weniger ein Setting auf der Summe hat oder das auf einer Subgruppe oder Einzelsignalen braucht, die Sache wieder was ganz anderes, ja? Und der klingt röhrig. Und er klingt sehr rührig. Klingt richtig gut. Ja, also ich finde, es ist ein hohes Level an Qualität, was man bekommt. Aber auch Vintage. Aber auch Vintage, aber nicht Vintage jetzt als eine Negierung von Qualität. Nein. Sondern Vintage als eine Art von diesem, eine große Selbstverständlichkeit, schöne große Bässe. Das ist ein guter IQ. Ist ein guter IQ. Also muss sagen, hat mich positiv überrascht. Gegenüber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage es nicht gerne, aber der Massive Passive hat mir gegenüber dem Pultec viel, viel weniger gefallen. Er war für mich einerseits schon transparent, aber dafür auch ein wenig dünn. Und was komischerweise Massive Passive und dann ist er dünn. Ja. Ja. Dünn ist natürlich gemein. Er ist nicht dünn, aber er hat nicht dieses Unmittelbare und dieses Punchige im Low-End. Es gibt ja viele Leute, die benutzen diesen Equalizer und umgehen die Ausgangstransformer. Mhm. Das könnte sein, dass wenn man das Gerät so benutzt, dass dann vielleicht dieser Punch zurückkommt, der mir persönlich jetzt wirklich gefehlt hat. Ja. Und das er verschmiert bei der Bassdrum und der Snare und den Hi-Hats leicht die Transienten. Ich kann mir vorstellen, wenn du wirklich digitalen Musik machst, die sehr, sehr harte Transienten hat, dann kann so ein Mendley Massive Passive schon Wunder wirken. Aber jetzt in diesem Kontext mit diesen beiden Tracks hat mir der Pultec als Passive Equalizer von Mendley besser zugesagt. Ich würde halt sagen, wir sollten etwas nicht vergessen. Jede Pfanne hat einen anderen Deckel. Jede Musik braucht einen anderen IQ. Jede Situation, jede Textur verlangt nach was anderem. Es ist das Beispiel vom letzten Mal, du musst nicht Thai-Küche mit demselben Chili würzen wie südamerikanische oder wie eine Rösti. Oder. Genau. Es ist einfach, ich glaube, wir haben jetzt mit diesen zwei Stücken nicht das gefunden, wo der Mendley Massive Passive glänzt. Verlieren kann. Und ich glaube schon, dass der Stereo-Pultec von Mendley letztlich zwar weniger Funktionalität, deutlich weniger Funktionalität bietet, aber vermutlich ein bisschen hochwertigere Transformatoren und so drin. Also ich bin eher positiv überrascht vom Pultec. Ich auch. Und jetzt in diesem Fall hat der Massivo uns nicht wirklich umgehauen. Aber ich weiß aus meinen früheren Erfahrungen mit diesen Equalizern,
Es ist die Kombination der Geräte, es ist der Chain und es ist das Ausgangsmaterial, das manchmal ein Gerät zum Schein bringt oder halt auch mal ein Gerät schlecht aussehen lässt. Ja, also es gibt ja sehr viele Studios, die benutzen den Manly Massive Passive zusammen mit dem Prism Sound und dem Masalek. Ja. Masalek. Mehr als zwei. Klassische New Yorker Mastering-Kombination. Genau. Und die machen gute Masters damit. Mhm. Aber ich glaube, sie umgehen die Transformen. Ja, gut, das mit den Transformen. Ich hatte das auch bei meinem Manly Varimu, bei den Bässen, die haben wahrscheinlich dieselben Transformer drin, war nicht mehr so konkret. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass in gewissen Situationen man relativ einfach laute Masters machen kann, so. Mhm. Weil die Bässe halt dann nicht mehr diese Impulsivität haben und den Limiter danach auch weniger zum Arbeiten bringen. Also es kann sein, dass es vielleicht so vom Audiophilien aufs Erste nicht unbedingt einem anspringt, aber letztlich gut funktioniert. Mhm. Aber eben, wie gesagt, je nach Material kannst du einen anderen Equalizer einsetzen, weil der sich besser eignet. Und das sage ich zum Beispiel beim Kite. Beim Kite, ja. Beim Valentine, beim ersten Track, bei dem jazzigen Track, da hat er mich voll überzeugt. Er war tight, er war da, er war präsent. Und bei diesem Dub-Techno-Track, da habe ich gar nicht gewusst, was ich mit ihm machen soll, ehrlich also gesagt. Es ist auch ein bisschen so, wir haben den nicht annähernd hinbekommen zu matchen. Das Gerät ist ein Unikat. Das hat ganz eine eigene Parametrisierung. Dieses Höhenband, das fängt bei 700 Hertz oder 1,2 Kilohertz an. Also unglaublich tief, unglaublich breit. Man kann keine Höhen absenken, man kann nur anheben. Es ist ein sehr spezielles Design, das auch in anderer Beziehung speziell ist. Das hat nämlich keinen Eingangstransformer. Mhm. Aber dafür Röhren. Aber Röhren. Also man hat einen transformerlosen Röhrensound. Das Gerät gibt es auch mit Transformer, muss man dazu sagen. Aber das Spezielle ist für mich, dass du bekommst irgendwo ein bisschen diesen Röhrenglanz und eine schnelle, transparente Röhren-IQ-Qualität ohne diese Transformersättigung und dieses Dickmachen eines Transformers. Mhm. Und das macht das Gerät dann irgendwo auch wieder unikat. Möchte dazu aber sagen, in unserem Beispiel mussten wir den symmetrieren zuerst. Ja. Also wir haben mit dem Neve-Gerät das zuerst symmetriert. Es war das, das am besten funktioniert hat in diesem Kontext. Auch hier muss man wieder sagen, der Chain, die Kombination kann gerade bei diesen Geräten, wenn sie keine Eingangspuffer haben, einen starken Einfluss haben. Also jetzt auch beim Terry vorher, Puffer on, Puffer off, ja, in einer anderen Situation, mit einem anderen Gerät vorne dran, bei uns war es der Wandler, ja, kann das sein, dass ein Puffer-Off ganz anders wirkt. Mhm. Weil die Ausgangsstufe des Geräts vorher plötzlich ein Teil dieses Equalizers wird. Und so ist es beim Kite auch ein bisschen. Ich habe so ein spezielles Verhältnis zu diesem Gerät, weil ich weiß, es gibt Situationen, da ist nichts anderes so gut wie der Kite. Aber es sind nicht so viele solche Situationen. Ja, aber der Kite hat mich einfach gedünkt, er sei sehr, sehr präzise und hat eine extrem gute Impulstreue. Das muss ich sagen. Da war ich sehr, sehr überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Gut, dann haben wir noch einen. Dann haben wir den Empress. Empress. Ja? Der Empress ist ja ein Gerät, das gibt es noch nicht so lange. Das ist ein Hersteller, der gibt es noch nicht so lange. Der macht zwei ausgesprochen preiswerte Röhrengeräte, Klassiker. Das eine ist ein Varimu-Kompressor, das andere ist ein Pultec-orientierter IQ, der aber ein erweitertes Feature-Set hat. Man hat umschaubar auf Shelf die Höhen, man kann die Frequenzen zum Anheben und Absenken so ein bisschen spreizen. Mhm. Man hat noch ein zusätzliches Mittenband. Und etwas haben sie gemacht, das ich als nicht sehr gelungen erachte. Sie haben die Idee gehabt, das spiegelsymmetrisch zu machen, das dann aber nicht wirklich konsequent gemacht. Also zum Teil sind die Frequenzen gespiegelt, dann aber die Gains nicht. Dann beim zusätzlichen Mittenband sind die Frequenzen nicht gespiegelt, währenddem sie aber bei dem Bässen und beim hohen Band gespiegelt sind.
Ich also, finde, du musst immer 7-mal schauen, ob beide Kanäle gleich sind. Also wäre ich Produkte Designer dort, ich würde das wieder in die Entwicklung schicken und so, mach das Ding richtig, mach das Ding fertig. Das ist nicht fertig. Diese Bedienungsding, das treibt mich in den Wahnsinn. Aber ja, sehr kreativ. Für wenig Geld, full-stepped, zusätzliche Möglichkeit, das härter anzuwenden. Du hast so eine Möglichkeit, intern höher zu fahren. Sehr viele Funktionen. Und jetzt kommen wir zum Sound. Und das ist so für mich ein bisschen zwiespältige Geschichte. Ja, weil ist ein bisschen weich halt. Sehr, sehr. Ich würde mal so schlabrig sagen, ich benutze dieses Gerät nicht auf der Summe. Weil mir gehen die Transienten zu fest kaputt. Ich finde, es ist nicht extrem transparent grundsätzlich. Manchmal sind die Gain Steps auch ein bisschen groß. Es war ein Problem, zum Beispiel bei den Mittenbändern, sind es 1,5, sonst sind es 1 dB. Ich denke, dieses Gerät bietet unglaublich viele Sounds, die ich eher hören würde in einem Mix, auf einer Subgruppe. Drumbus. Drumbus, wenn ich so ein bisschen so einen souligen Vibe machen möchte, oder auch auf vielleicht einen Bass oder eine Gitarre oder eine Gitarrengruppe. Wenn ich Stimmen vielleicht bewusst nicht zu super transparent und so ein bisschen so Backing Vocals, mittige Soul-Stimmen oder so machen möchte. Ich finde, das Gerät hat sehr viel Vibe und es hat sehr viel Funktionalität und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich der Hammer, aber man soll nicht denken, man bekommt für ein Fünftel von Geld dieselbe Transparenz, dieselbe Transientigkeit, dieselbe Durchsichtigkeit. Das ist nicht da. Ja, ja, aber als Mixinggerät finde ich es gut. Es hat mich jetzt als Mastering-Gerät nicht überzeugt, aber was mich am meisten gestört hat, ist, dass da irgendwie... Man braucht doppelt so lange das Gerät zum Matchen. Also und dann ist es eh noch falsch. Gut, dann haben wir das Ganze noch verglichen mit 2 Aktiven, weil wir haben gedacht, komm, lass uns den Musek doch noch reinnehmen, weil der Musek, der hat noch 2 passive Bänder. Und der Musek ist ja so ein Hybrid, der ist halb parallel, halb aktiv und ist einfach ein Gerät, das aus meiner Erfahrung sehr häufig gar nicht so anders wirkt im Mix als ein passiver EQ. Es ist so ein Zwischending und das hat sich dann auch jetzt beim Test herausgestellt. Er ist sehr musikalisch, lässt sich lustigerweise unglaublich gut matchen auf die Kurven des passiven EQs. Hat diese Musikalität und dieses Wohlwollende zur Musik, aber in einer Kombination mit einer erstaunlichen Dreidimensionalität. Also das ist mir am meisten gegen hinten. Gegen hinten ist das Ding offen. Das ist, ich glaube manchmal bei gewissen EQs, die wir schlecht matchen konnten, könnte auch die Räumlichkeit leiden daran, dass es nicht möglich ist, die 100% zu matchen. Und dieses Gerät ist nicht einmal gesteppt, das ist nur gerastert. Es ist aber so präzise aufeinander, dass die Musik geht richtig schön in die Weite. Die Musik kann gut Kraft und Größe bekommen. Sie bekommt einen Finishing-Glanz. Was sie nicht bekommt, ist so eine extra Attitude. Sie bekommt Griffigkeit. So Griffigkeit oder so eine Art von Dringlichkeit. Das ist nicht so sein Ding. Nee, ist nicht so aufdringlich. Was mich einfach extrem angesprungen hat, ist, immer wenn ich auf den Musek zurückgeschaltet habe, klang irgendwie wie der Raum größer, also wie wenn dein Studio größer wäre. Und ich hörte die Boxen nicht mehr. Die Musik fand wie hinter den Lautsprechern statt. Also ging auch hinter die Lautsprecher. Und irgendwie, wenn ich es mit dem Fairman dann verglichen habe, ging es wie ein Stockwerk tiefer. Ja, oder die Räume zum Beispiel, die Räume der Snare, die haben dann auch unten weiter nach hinten gespielt. Genau. Es hat so wie gegen hinten aufgetan. Ehrlich gesagt, es ist eigentlich so eine Vinyl-Eigenschaft ein bisschen. Mhm. Aber es fehlt jegliches Verschmieren oder so, das man so kennt von gewissen Vintage-Designs. Also er ist eigentlich sehr universell, sehr transparent, aber
trotzdem erstaunlich musikalisch. Ja, also wie wenn er die Sounds verlängern würde, ohne aber die Transienten anzugreifen. So ja. Ein wenig so. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Es ist so das Gerät, das man anschaut und man hat eine Vorstellung und was dann rauskommt, hat ist wenig damit zu tun. Das Gerät ist viel weniger deutsch, viel weniger technisch, als es aussieht. Ist aber vielleicht auch einfach ein Vorurteil, mit dem ich an dieses Gerät heran bin. Und dann kommen wir eigentlich zum letzten Gerät. Das haben wir auch, wir haben gedacht, fast alle Menschen kennen aktive Equalizers als Solid-State-Equalizers, als moderne Geräte. Okay. Und da gibt es diesen Fairman TM-EQ, der fast kein Mensch je gehört hat, weil der sehr selten ist, sehr teuer ist unterdessen und bei ein paar Mastering-Göttern im Einsatz ist. Und dieses Gerät ist ja ein Röhren-Trafo-Gerät, das trotzdem aktiv ist. Das ist ein sehr unikates Design. Basiert auf dem alten Klein- und Hummel-IQ, der noch viel teurer ist im Gebrauchmarkt. Und wir wollten einfach wissen, wenn man jetzt diesen Faktor Röhre und Transformer nicht berücksichtigt, sondern nur aktiv versus passiv, wie unterschiedlich ist das? Und es ist komplett andere Welt. Also beim Jazz-Tune, da kamen einfach die Mitten, die sind so griffig und die sind so. Also die Musik, so wie der Music einen Schritt zurück macht, macht diese zwei Schritte vor. Und beim elektronischen Track, das sind sogar die Bässe. Irgendwie, die Bassdrum, die war so krass. Und da sieht man, je nachdem, welches Audiomaterial du verwendest, hat der total einen anderen Impact. Also beim ersten jazzigen Track, beim Valentine, da hat der 51 dB schöne, weiche Bässe gemacht und beim anderen war es der Fairchild, der das hervorgeholt hat. Und er ist einfach ziemlich gnadenlos. Ja, also das Ding ist hier auch wieder, man hat so ein Riesengerät mit so großen Knöpfen dran und man denkt, das ist jetzt so ein richtiges Vintage, das wird jetzt klingen wie ein wohliges Hippie 70er Jahre, irgendwas Ding. Und natürlich, es ist ein Röhrengerät und natürlich, es hat Transformer, aber es ist schnell. Brutal. Und es ist direkt. Und es ist vielleicht etwas, das auch ein wenig sagt, was aktive versus passive Equalizer unterscheidet. Passive Equalizer haben eine Tendenz, in der Musik zu spielen, breitbandig, unauffällig das Signal in die eine oder andere Richtung zu ziehen, es größer zu machen oder es präsenter zu machen oder es weiter oder es. Und während dem aktive Equalizer eher so finden, da brauche ich was und das will ich nicht mehr. Und man so sehr genau wegziehen kann. Also man muss dazu auch sagen, das Breiteste beim Fairman ist immer noch schmaler als das Schmalste beim 51er zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Und das Schmalste beim Terry ist viel breiter als das Breiteste beim 51er. Ja, ja. Und komplett viel breiter. Es ist ja fast schon ein Tilt, egal was man dort einstellt. Also das sind sehr weite Bänder, während der Fairman dann doch relativ klar punktuiert, was macht. Und ich jetzt zum Beispiel in einem Mastering, sagen wir von diesem Jazz-Track, vielleicht von Fairman möchte, dass es so eine, hey, wir sind da, wir wollen schon etwas erzählen, wir möchten, dass ihr uns zuhört, aber und vielleicht diese zwei, drei Stellen im Spektrum, wo ich ein bisschen mehr Grip haben möchte, aber dann würde ich dann mit dem zum Beispiel 51er oder mit dem Musik oder so, dann eher so das Bett machen und vielleicht so die Grundbalance setzen und so ein bisschen mit dem breiten Pinsel mal den Grundfarbton setzen und da dann vielleicht noch sagen, okay, ich möchte noch ein bisschen auf den Augen noch ein bisschen Glanz oder so. Also die IQs, die wirken komplett anders und was sich jetzt halt unterscheidet bei einem Fairman zum Beispiel von einem Pultec oder nicht Pultec, von einem Sontec oder so einem aktiv modernen Solid-State Equalizer ist, dass er dem Band, dem man anhebt, dann doch noch ganz klar mehr Attitude und mehr Willen. Ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, ein Dezibel klingt nach mehr.
als ein Dezibel. Ein Dezibel heißt, ich bin da. Ich bin da. Also du machst einen Klick da, einen Klick dort und dann ist gut. Weißt du, also du brauchst dir nicht der Riesenhübe, sondern er zeigt dir wirklich gleich auf, was Sache ist. Hat mich sehr, sehr überrascht. Vor allem irgendwie jetzt beim zweiten Track, die Bässe, sind verdammt tief. Und auf dem Analyzer sind sie es nicht. Auf dem Analyzer sind sie es eben nicht. Ja, ja. Das war wirklich noch speziell, weil er hat ein Roll-Off ziemlich hoch. Naja, also es ist ja, 20 schon ziemlich, Hertz. Ja, gegenüber den anderen, die gehen... Ja, ja. Ja, man kann auch sagen, vielleicht hat er einfach weniger Rumpel. gut. Und er hat einen Trafo, oder? Und er hat einen Trafo, aber es ist ein Lundal. Ja, also es ist schon so ein Trafo, der will sauber und korrekt arbeiten. Ist, finde ich, so als Quintessenz zu sagen, ein aktiver Ego nimmst du, wenn du sehr fokussiert in einem Band etwas erreichen möchtest. Und passive nimmst du eher, wenn du so einen Grundfarbton setzen möchtest. Mhm. Ja? Und in der Musik unter dem Deckmantel eingreifen möchtest. Ja, also was wir jetzt hier nicht gemacht haben, damit wir matchen konnten, ist zum Beispiel, wenn ich mit dem 51er eine Überhöhung habe bei 700 Hertz, 200 Hertz oder so, und ich ziehe das weg, dann ist einfach diese Überhöhung weg. Aber eigentlich klingt die Musik immer noch gleich. Das passiert mit dem Aktiven viel weniger. Dort ist dann die Snare wirklich weg, wenn ich die wegziehe. Mhm. Und hier ist einfach dieser Stau in diesem Frequenzbereich weg. Und wenn man jetzt zu den Unterschieden kommt mit Transformer oder Nicht-Transformer, Röhre oder Solid State, die Geräte mit Transformer haben natürlich einen Hang dazu eher Kraft und eher so eine Art von ein bisschen Crunch oder so eine Verdichtung oder so ein Päckchen zu machen ein bisschen. Und die Röhren zu saturieren, halt auch ein bisschen dick zu machen. Und die Röhrengeräte haben einen Hang dazu, in dem Frequenzbereich ein bisschen Wichtigkeit zu geben, ein bisschen Glanz zu geben. Mhm. Und jetzt so die Röhren-Transformer-Geräte, die sind dann halt gut, um, wenn ich zum Beispiel einmal eine Grundbalance gesetzt habe, einen Grundfarbton, Weißabgleich gemacht habe mit dem unauffälligeren Gerät, wie jetzt dem 51er ohne Transformer und so, dann kann ich dann mit dem Terry zum Beispiel finden, okay, ich möchte jetzt noch bei 4K so ein bisschen Nähe holen. Mhm. Oder ich möchte jetzt ein bisschen Kraft in ein gewisses Frequenzbereich bringen oder Wichtigkeit dem geben. Mhm. Der Song hat zu wenig Wichtigkeit im Präsenzbereich. Der möchte gehört werden. Mhm. Der möchte nach vorne kommen. Ja, was mich irgendwie auch erstaunt ist, was vielmals passiert ist, Produzenten haben beispielsweise eine Snare in einem Mix und möchten jetzt diese Snare, die Transienten der Snare, nach vorne holen und gehen mit einem Equalizer rein. Aber durch das, dass sie reingehen mit dem Equalizer, verschmieren sie auch die Transienten. Und das geschieht beim 51er nicht. Deshalb klingt die Musik wie unbearbeitet. Es ist wirklich nur eine Lautstärke-Geschichte. Die Lautstärke wird leiser gemacht. Und beim Fairman ist es jetzt aber so, dass du wirklich, wenn du etwas fokussierst und reindrehst oder auch rausziehst, dass dann auch die ganze Attitude verändert wird. Was du beim gibst dem Wichtigkeit. Du genau. gibst den Instrumenten, den Sachen in diesem Bereich, gibst du Bedeutung. Mhm. Ja. Und ich sehe halt bei vielen Equalizern, guten Equalizern, wenn du auf den Transienten irgendwie Anhebungen oder Absenkungen machst, bleiben die Transienten präsent und bei weniger hochwertigen Equalizern beginnen sie zu verschmieren. Ja, jetzt kann man das natürlich auch anders anschauen. Es ist ja manchmal auch eine Qualität, etwas zu verschmieren und dann das, was man wieder haben möchte, wieder punktuell anzuheben. Also ein langsamer IQ kann ja die Qualität... Mein Beispiel ist immer die Bassline versus die Bassdrum. Die Bassline ist zum Beispiel zu laut gemischt, die Bassdrum ist zu leise gemischt. Ich nehme einen langsamen IQ und senke alles ab und gehe dann mit dem schnellen IQ die Frequenz der Bassdrum wiederholen. Dann kann ich... Aber ich finde Transient Designer mit einem schnellen und einem langsamen IQ gemacht. Genau, ein frequenzabhängiges Transient Designing.
Also das sind, so kann man halt spielen mit diesen verschiedenen Geräten. Ich würde jetzt auch sagen, bei beiden Tracks, ich würde nicht ein EQ benutzen. Ich würde mich entscheiden, mit dem einen EQ mache ich eine Grundbalance, mit dem anderen mache ich jetzt zum Beispiel Dreidimensionalität oder mache ich zum Beispiel Kraft oder mache ich Durchsetzungsvermögen. Und so kann ich dann die verschieden einsetzen, um gerade diese Aspekte, die mir wichtig sind, nach vorne zu bringen. Gut, Fazit. Es ist so, dass die passiven Equalizer, trotzdem, dass sie passiv sind, jeder anders klingt. Sehr verschieden klingen. Und es sind verschiedene Pfannen, wie du sagst. Die eine ist mehr eine Bratpfanne, die andere ist ein Dampfkochtopf. Und es kommt immer darauf an, welches Material du damit bearbeitest. Also ich hätte sie gerne alle bei mir im Studio, nur würde es ein wenig heiß werden bei diesen vielen Röhren. Es würde relativ warm hier. Heizung hier drin. Genau. Ja, lade dir die Files herunter. Mich nimmt das Wunder, welchen Equalizer du wählen würdest, welche du in deinem Studio am liebsten hättest. Und natürlich, wenn du deine Musik durch diese geilen Equalizer durchgeschlauft haben möchtest, dann komm zu Dan oder zu mir, dann machen wir das für dich. Und vielen Dank fürs Zusehen. Lass ein Abo da, abonniere den Kanal, lass ein Like da, bitte kommentiere, was du wählen würdest von all diesen Equalizern. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste, auf den nächsten Test, auf den nächsten Hardware-Test. Wir schauen, dass wir die restlichen die zwei, drei weiteren passiven, wichtigen EQs genau, vielleicht noch hinbekommen. Sichere dir auch den kostenlosen Durchstarterkurs. Den findest du auf meiner Webseite www.tomwettstein.com. Und nun viel Spaß beim Durchhören der verschiedenen Tracks und bis bald. Tschüss. Ciao zusammen.